Natürlich verlassen wir uns auch dieses Mal wieder auf eure Freizeittipps und wir haben euch gefragt, was man in Sensor alles erleben kann. Metti hat da was Schönes rausgesucht. Genau, wir haben hier zum Beispiel einen Kommentar von André. Er meint, Selm ist wie Rotwild im Zoo, da gehst du einfach dran vorbei. Den meinte ich nicht, Metti. Ich meinte hier den, Tenscher See. Ach so, den? Ja, wusste ich jetzt nicht. Ja, sorry, Lea. Ja. Alter, also. Entstanden ist der Tenscher See 1934, weil hier Lehm für den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals abgebaut wurde. Heute ist das künstlich angelegte Gewässer ein beliebtes Naherholungsgebiet für Selm und die Städte drumherum. Am Südufer befindet sich ein Strandbad, wo ihr euch im Sommer ins kühle Nass stürzen könnt. Ein Stehcafé und einen Kiosk mit Imbiss gibt es hier auch. Außerdem ist am Südufer ein Campingplatz mit vielen Stellplätzen für Wohnmobile. Ihr könnt hier aber auch in einem Schwedenhaus oder in einem der Safari-Zelte übernachten. Und für die ganz kleinen Besucher gibt es hier natürlich auch einen Spielplatz. Das war ein kurzer Ausschnitt aus unserem Video über Selm. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt doch mal hier unten, denn da gibt es die ganze Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns etwas in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Muss ich jetzt singen? Nein, ich mach das schon. Und alle, Selm, törö, törö.